Ich gehe mal davon aus, dass wir hier nicht durchkommen werden. Schon gar nicht, wenn die Alte da ist. Da geht es zu den Zellen der Patienten. Nachts darf da niemand hin. Ja, okay. Die Schwester lässt mich um die... Ich muss einen anderen... Okay. Er führt sauberes Wasser. Aha. Das Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Okay, kaltes, sauberes Wasser. Gut, damit ist bestimmt später noch irgendwas. Ein Mülleimer. Das ist doch immer schön, den Müll hier zu durchwühlen. Ich will nicht im Müll wühlen. Okay. Das meiste davon ist Altpapier. Ja, aber warum denn nicht? Okay, ich glaube mal, dann gehen wir wieder raus. Hier, vielleicht können wir hier im Hof noch irgendwas machen. Furchtbares Wetter. Tja, wie schade, dass du keinen Regenschirm dabei hast. Ein Schacht? Vielleicht vom Belüftungssystem des Gebäudes? Ja gut, ich bezweifle, dass wir da irgendwie durchklettern können. Geht's hier noch weiter? Ah, da geht es tatsächlich noch weiter um das Gebäude gehen. Okay, also das wird sehr wahrscheinlich unser Eingang sein. Verrotteter Abfall. Sinnlos, sich damit zu befassen. Na gut. Also ich möchte mich hier erst umgucken, bevor ich da reingehe. Ein paar Bierflaschen, alte Behälter und rostige Dosen. Bloß Müll. Aber wie es aussieht, ist hier nicht viel, oder? Sehr schön, wir haben also schon mal einen Hammer. Gut, gut. Flaschen, kleines Fenster, Kohleeimer. Ein Kohleneimer. Er ist leer. Müssen wir vielleicht irgendwie Kohle in diesen Schacht kippen? Ein feuchter Kohlehaufen. In einem kräftigen Feuer würden sie immer noch gut brennen. Nee, wobei, wenn er sagt, es ist für einen Lüftungsschacht, dann... Wahrscheinlich eher nicht. Ich werfe einen Blick hinein. Ja, mach das mal. Das muss der Thermostat sein, der die Temperatur der Raumluft reguliert. Ich sehe gar keine Regler. Die mittlere Stange scheint lose zu sein. Vielleicht kann ich sie irgendwie rausziehen. Ah, schön. Vielleicht können wir das direkt mit dem Hammer machen. Das würde sich natürlich anbieten. Okay. Funktioniert also nicht. Ein paar Flaschen Bier. Die Etiketten sind noch nicht feucht. Die Flaschen stehen erst seit kurzem da. Na gut, dann versuche ich jetzt mal hier reinzukommen, wobei ich glaube, dass das nicht funktionieren wird. Einfach so. Ah, er klopft an. Wer zum Teufel ist da? Schwester, sind Sie das schon wieder? Ich heize schon ordentlich, keine Sorge. Keiner von Ihren Bekloppten muss frieren. Der Kessel läuft volle Pulle, nun lassen Sie mich in Frieden. Hier ist Samuel Gordon. Würden Sie die Tür aufmachen? Wer? Ach, hallo. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Ja? Was wollen Sie von mir? Mein Onkel Robert leitet diese Institution. Können Sie mich reinlassen? Mir ist es völlig wurscht, wer diese Irrenanstalt leitet. Ich gehöre nicht zu den Ärzten und ich muss nicht auf den alten Gordon hören. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe und kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Na schön, aber beantworten Sie mir bitte ein paar Fragen. Dann bin ich schon weg. Na gut, okay. Was wollen Sie? Tja, fangen wir mal an mit dem Kesselraum. Es scheint da drinnen sehr heiß zu sein. Heizen Sie mit voller Kraft? Aber Sie könnten es doch ein bisschen herunterdrehen, oder? Geht nicht. Die haben gerade einen neuen Thermostat eingebaut. Der regelt die richtige Temperatur automatisch. Wenn er für mich auch noch das Schaufeln der Kohle übernehmen würde, hätte ich eine Sorge weniger. Warum lassen Sie nicht einfach die Tür offen stehen? Tja, das ist ein anderes Problem. Ich will nicht, dass mir die Schwester nachspioniert. Ab und zu kommt sie hier vorbei, um nachzusehen, ob ich im Dienst schlafe oder so. Wenn die Tür zu ist, kann ich mich jederzeit mit einem Bier abkühlen. Verstehe.
Ach, so sieht das also aus. Und warum ist der Text gerade wieder verschwunden? Das ist einfach abgebrochen. Also ich habe da nichts gedrückt oder so. Haben Sie Dr. Gordon in letzter Zeit gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich bin hier für mich. Hierher kommt sowieso keiner, abgesehen von der Oberschwester. Gordon habe ich vor ungefähr einem Monat das letzte Mal gesehen. Ja, letzten Monat. Es war ein Donnerstag, glaube ich. Danach nicht mehr. Aber Sie haben doch gesagt, Sie wären sein Neffe, oder? Ja, schon. Ja, habe ich. Na ja, dann müssten Sie doch eigentlich wissen, wo der steckt. Ja, eigentlich müsste ich das wissen. Was wissen Sie über den entlaufenen Patienten? Es gab eine Menge Aufregung hier, als der abgehauen ist. Keine Ahnung, warum die so viel Theater machen wegen so einem Bekloppten. Ich glaube, ich bleib weiterhin bei der positiven Antwort. Nicht, dass ich mir hier irgendwas verbocke, weil ich nicht gerade freundlich zu ihm bin. Dieser Bekloppte ist ein Familienmitglied. Er mag gestört sein, aber er ist kein Idiot. Entschuldigung, woher sollte ich wissen, dass Sie verwandt sind? Der Grund, weshalb ich frage, Sie kennen sich hier gut aus, oder? Klar, ich arbeite schon seit Jahren hier. Wenn Sie fliehen wollten, wie würden Sie das anstellen? Also hören Sie, das ist aber eine komische Frage. Sie sind doch kein Inspektor oder sowas. Nein, bin ich nicht. Glauben Sie etwa, dass man um Mitternacht eine Inspektion durchführt? Also, wie entkommt man am leichtesten aus einer verriegelten Zelle? Tja, keine Ahnung, warum Sie das interessiert, aber ich glaube, es gibt keinen leichten Weg. Vielleicht von der Halle aus in die Kanalisation unter dem Gebäude. Ansonsten wüsste ich nichts. Wenn man so weit käme, wäre alles andere kein großes Problem. In der Kanalisation gibt's viele Ausgänge, die nicht bewacht werden. Warum fragen Sie eigentlich? Ja, das müsstest du dir doch denken können. Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch. Gut. Ich muss die Zelle von innen sehen. Wenn eine Flucht unmöglich ist, wie alle behaupten, wie konnte James ohne Hilfe entkommen? Aber wer könnte ihm geholfen haben? Diese Schwester vielleicht? Oder Robert selbst? Roberts Verschwinden hängt bestimmt irgendwie mit James zusammen. Ja. Wie ich sehe, haben Sie eine Menge Bier da stehen. Was wäre, wenn die Schwester die Flaschen sehen würde? Das wäre nicht schlimm. Draußen kann sie sie ruhig sehen. Solange sie mich nicht mit einer Flasche in der Hand erwischt, hat sie keinen Grund, sich zu beschweren. Ich will sie nicht länger aufhalten. Gut. Okay, also ich gehe ja fast davon aus, dass wir wirklich irgendwas mit dem Bier hier machen müssen. Wie auch immer das dann laufen soll, das ist mir noch nicht klar. Und mit dem Fenster. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Irgendwas ist hier mit. Die Stange ist lose. Rechte Maustaste bringt auch nichts. Ich versuche es jetzt nochmal mit dem Hammer. Huch. Aber... Auch mal ein bisschen länger und fester drücken. Okay. Ich komme nicht dran. Gut, gut. Jetzt haben wir die Stange schon mal entfernt. Das ist schön. Bringt uns aber gerade trotzdem nichts. Ach, hier geht's noch zum Friedhof. Oho. Alle, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums gestorben sind, liegen hier begraben. Ein trübseliger Ort. Ja, ich möchte nicht gerne auf dem Friedhof einer Anstalt begraben sein. Auch nicht, wenn ich da drin war. Ich glaube, das ist nicht so cool. Aber vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes hier. Die Ruhestätte eines Adligen. Ja, da war wohl auch ein Adliger in der Anstalt. Das Gitter ist im Stein verankert. Ich sehe kein Schloss. Gut, gut. Aber irgendwas ist noch damit. Das Gitter lässt sich nicht öffnen. Okay, jetzt nicht mehr. Das hier sieht so auffällig aus. Es schützt ein paar flackernde Kerzen vor dem Regen. Gut. Oder auch nicht auffällig. Dann das hier vielleicht. Die Eisentüren haben keine Schlösser. Niemand kann hinein. Tja, okay. So viel ist hier ja jetzt nicht, ne? Es geht auch, glaube ich, nicht mehr weiter.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rein, sprechen die Schwester nochmal auf diesen, ja, keine Ahnung, ist das Hausmeister, der hier, auf den Typen halt an, auf den Kesselraubmann. Nennen wir ihn einfach mal so, ganz professionell. Okay, hier ist auch nichts mehr. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Ach, das ist ja nett. Telefon. Ich brauche hier etwas mehr Zeit, ohne beobachtet zu werden. Können Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich möchte im Schloss anrufen, um zu sehen, ob sich in Bezug auf Robert etwas getan hat. Wenn Sie mir zeigen würden, wo ich das Telefon finde... Tut mir leid, ich darf Sie nicht hineinlassen. Aber ich könnte selbst anrufen. Na schön, hier ist die Nummer. Die brauche ich nicht. Sie steht in unserem Telefonverzeichnis. Warten Sie hier. Ach, okay, jetzt haut sie ab, aber diese Gittertür ist ja sowieso verschlossen. Vielleicht kommen wir aber irgendwie hier... So, das muss ich schnell machen, bevor sie zurückkommt. Ja, irgendwie hinter den Tresen, genau. Tür vom Schalter, nicht vorm Schalter. So, eine Vase. Direkt mal einfach alles einstecken. Das Etikett sagt mir nichts. Okay. Der Schrank ist abgeschlossen. Ach Mist, da müssen wir wahrscheinlich noch schnell einen Schlüssel finden. Ach so. Auf der Unterseite befindet sich ein kleiner Schlitz. Auf der Unterseite befindet sich ein kleiner Schlitz. Okay, ein kleiner Schlitz. Ein kleiner Schlitz. Da ist doch hundertprozentig der Schlüssel drin. Aber ich glaube nicht, dass wir den so hier rausbekommen, oder? Hatten wir nicht schon mal was mit einem Schlitz? Wie haben wir das denn da gemacht? Doch, wir hatten schon. Irgendwas hatten wir mal mit einem Schlitz, aber... Pillenkugel, Messer. Messer wäre jetzt das Einzige. Ah. Sie enthält einige Münzen. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht mit einer Münze. Das vergisst man auch so leicht, dass man ja noch... Die Münze passt perfekt in den Schlitz im Boden. Juhu, dass man ja auch noch das Portemonnaie öffnen kann. Versteckt. Und darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. Welch ein Zufall. Ich hoffe, die Alte kommt jetzt nicht wieder und schmeißt uns hier raus. Kantropin lindert Kopfschmerzen. Ich habe noch genug eigene Pillen. Ach so, ich dachte, das wäre vielleicht was für dich. Nasentropfen. Eigentlich nicht das, wonach ich suche. Okay. Amobarbital. Ein starkes Beruhigungsmittel. Damit kann man jemanden für einen ganzen Tag einschläfern. Ja, das klingt doch gut. Biphenol. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Vielleicht ein krampflinderndes Mittel. Wer weiß? Okay. Sonst haben wir hier nichts mehr, wie es aussieht. Ah, sie kommt auch, glaube ich, wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie zu sagen hat. Es hat eine Weile gedauert. So spät am Abend ging niemand mehr ans Telefon. Kein Problem. Haben Sie etwas über Robert erfahren? Mr. Gordon ist leider noch nicht zurückgekehrt. Ich verstehe. Danke für Ihre Mühe. Keine Ursache. Okay, Friedhof? Können Sie mir etwas über den Friedhof des Sanatoriums erzählen? Ich arbeite jetzt seit fast 12 Jahren hier und weiß darüber so gut wie gar nichts. Hat er schon immer dem Sanatorium angehört? Soviel ich weiß, ja. Wir benutzen ihn heute nicht mehr für Beerdigungen. Viele Patienten verbrachten ihr ganzes Leben hier und wenn sie starben, wurden sie hinter dem Sanatorium bestattet. Aber das war lange, bevor ich hierher kam. Viel mehr weiß ich darüber nicht. Das war alles. Danke. Na schön, also ich gehe davon aus, dass wir dieses Mittel hier dem Typen in die Bierflasche kippen müssen. Amobarbital, ein starkes Beruhigungsmittel. Das wird sehr wahrscheinlich so sein, deshalb gehe ich da direkt mal wieder hin. Und dann, ja, dann ist halt nur die Frage, wie schnell schlägt dieses...
Ach nee, wenn er durchs Fenster... Nee, er kann ja nicht durchs Fenster gehen, das ist ja viel zu klein. Naja, wir werden sehen. Erstmal würde ich das jetzt gerne da reinkippen. Was? Das geht nicht? Das geht nicht? Starkbier. Starkbier, okay, aber... Amobarbital. Okay, können wir es einfach mal mit Säure versuchen? Oder müssen wir, Moment, es kann natürlich auch sein, dass wir dieses Zeug erst irgendwo reinfüllen müssen in, keine Ahnung, vielleicht brauchen wir einen Trichter oder sowas. Das ist natürlich blöd jetzt. Okay, nee, hier ist auch nichts mehr. Also das wird echt so sein, dass wir das Zeug da reintun müssen, aber ein Trichter wäre wirklich gut. Haben wir uns die schon angeguckt? Ich glaube, ja, ne? Liegt hier jetzt... Eine Spritze. Sieht recht sauber aus. Aha. Ich wollte gerade sagen, und da liegt jetzt wahrscheinlich ein Trichter drin, aber na gut. Eine Spritze erfüllt hier auch den gewünschten Zweck. Dann bitteschön. Ich habe etwas davon verschüttet, aber jetzt ist die Spritze voller Amobarbital. Sehr schön. Auch wenn er keine Ahnung hat, welche Dosis irgendwie gefährlich sein könnte, einfach mal rein. Passiert schon nichts. Ich gebe ihm eine volle Dosis, damit es schnell wirkt. Ja, okay. So viel zu der Dosierung. Mach einfach mal. Jetzt muss er es nur noch trinken. So, und wie trinkt er es? Soll ich nochmal klopfen? Ach nee, Quatsch, nein. Oh, bin ich blöd. Sie schon ja, wieder? Ja, ich habe mich vertan. Kann ich mit Ihnen sprechen? Ich muss wahrscheinlich wieder durchs Fenster gucken, aber na gut. Was wissen Sie über den Friedhof hinter dem Sanatorium? Na ja, ist halt ein Friedhof. Werden dort Patienten begraben? Nee, nicht mehr. Aber ich würde da nicht hingehen. Besonders nicht um diese Zeit. Ich bin kein Feigling, aber man weiß ja nie. Okay. Wovor sollte ich Ihrer Meinung nach Angst haben? Auf keinem Friedhof sollte man um Mitternacht spazieren gehen. Besonders nicht auf diesem. Haben Sie eine Ahnung, wer da alles liegt? Nein. Wahnsinnige, Besessene, Irre und. Aber warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Gehen Sie, wohin Sie wollen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut. Okay, nee, wir müssen durchs Fenster gucken. Weil ich nämlich vorhin schon dachte, irgendwie hört sich das so an, als wäre der Typ im Hintergrund, also wenn ich hier durchgucke, hört sich das im Hintergrund so an, als würde er gerade hier rauskommen. Jetzt höre ich das Geräusch nicht mehr. Ich komme nicht ran. Okay, er hat, glaube ich, noch keine Flasche genommen. Habe ich das jetzt hier in der falschen Reihenfolge gemacht, mit dieser Stange wegschlagen? Das ist jetzt natürlich... Ah, doch, da kommt er. Man hört Schritte. Er macht die Tür auf. Aber man sieht ihn nicht. Okay. Nee, nochmal... Jetzt kann ich versuchen, nochmal zu klopfen. Ich weiß ja nicht, wie schnell dieses Zeug da wirkt. Och Mann, wie doof ist denn... Oder vielleicht muss ich abwarten? Kümmern Sie sich um Ihre... Ja, komm, okay. Gut, also ich... Moment, ich mache das jetzt so. Ich gucke mir nochmal das Fenster an. Sorry, wenn das hier gerade ein bisschen dauert. Ich gucke mir nochmal das Fenster an. Und achte genau darauf, wann ich die Tür höre. Und gehe hier erst wieder weg, wenn ich höre, dass die Tür geschlossen wird. Noch höre ich gar nichts, außer dieses Ding hier. Ja, ne? Wir warten auf den Kesselraummann. Ah, jetzt. Schritte, eine Tür. Und wieder eine Tür.
aber immer noch Schritte. Alter, bist du jetzt drin oder nicht? Ich will das Ganze hier nicht noch 10-mal machen. Es hörte sich jetzt so an. Also ich meine, ich habe die Tür 2-mal gehört. Einmal aufmachen, einmal zumachen. Ich lasse ihn in Ruhe. Es gibt nichts zu bereden.